Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich zu unserem Webinar begrüßen, gemeinsam mit ISS ESG, vertreten durch Philipp Rühle. Er ist Ansprechpartner für Vermögensverwalter. Mein Name ist Markus Kiefer von der V-Bank. Ich begleite Netzwerkpartner, mit denen wir zur Unterstützung ihrer Arbeit Rahmenverträge bzw. Kooperationen geschlossen haben. Genau das haben wir hier auch bei ISS ESG getan. Ab dem 2. August müssen Sie unter MiFID II die Kunden fragen, ob sie ESG-konform anlegen wollen. Das ist eine einfache Frage. Die Antwort ist wesentlich schwieriger und die Umsetzung geradezu komplex. Jetzt hat der Gesetzgeber bzw. die Aufsicht einige Dinge klarer gestellt und vor diesem Hintergrund haben wir die bestehende Rahmenvereinbarung nochmal geschärft, gemeinsam mit ISS ESG, und Sie erfahren, welche drei Pakete es jetzt gibt, die Sie im Rahmenvertrag erwerben können und zu welchen Konditionen das möglich ist. Sie erfahren, was in den Paketen drinsteckt und natürlich, welches Paket Sie für welchen Zweck brauchen. In dem Sinne, Herr Rühle, vielen Dank für Ihre kurze Vorstellung und wir sind gespannt, welche drei Pakete wir vom Marktführer, denn das sind Sie ja unbestritten, bekommen werden. Ja, vielen Dank, Herr Kiefer. Ich würde vorschlagen, wir starten gleich mit der Vorstellung der Pakete, um keine Zeit zu verlieren. Mein Name ist Philipp Rühle. Ich verantworte hier den Vertrieb in Deutschland für unsere ESG-Kunden. Drei Pakete, Herr Kiefer hat es schon gesagt, Sie haben es auch schon in der E-Mail gesehen, wollen wir Ihnen heute präsentieren. Das erste haben wir VUV-Paket getauft. Warum ist das so? Der VUV hat im Juni vorgeschlagen, die alternative Basiskategorie über sogenannte ESG-Scores zu bespielen. Und genau das wollen wir Ihnen hier auch anbieten: ESG-Scores für Unternehmen und Fonds. Hierzu ein paar Worte zu unserem Corporate und Fund Rating. Unser Corporate Rating ist bekannt dadurch geworden, dass wir einen ambitionierten Prime-Status ausweisen für Unternehmen, die die sektorspezifischen Anforderungen erfüllen. Und das sehen Sie hier auf der rechten Seite. Es ist ein sehr robustes und umfangreiches Rating, wo wir die ESG-Säulen bewerten. Das ist hier Punkt 1. Wir haben sehr branchenspezifische Indikatoren. Das sind pro Rating weit über 100 aus einem Pool von 800, weil wir eben sehr branchenspezifisch vorgehen. Wir bewerten die gesamte Wertschöpfungskette, also auch die Zulieferer und die Produktnutzungsphasen bis hin zum Recycling. Und das ist sehr besonders, wir bewerten jeden Indikator auf Basis der absoluten Performance-Erwartungen. Das heißt, es wird auf Indikatorbasis nicht relativ bewertet, wer hier in der Branche der Beste ist. Für die Skalen bedeutet das, neben den numerischen Rating-Skalen, die Sie hier im oberen grauen Bereich sehen, von 1 bis 4 bzw. von D- bis A+, haben wir einen ESG-Performance-Score entwickelt, der von 0 bis 100 geht. Hier entspricht das D- der 0 und A+ dem Wert von 100. Der Wert von 50, den Sie hier auf der linken Seite sehen, ist deshalb so relevant, weil das genau die Prime-Schwelle ist, also alle Titel, die darüber liegen, erfüllen die branchenspezifischen Mindestanforderungen. Und auf dieser Skala können dann eben auch Portfolien berechnet werden und deren Performance. Besonders stolz sind wir auf die ESG-Prime-gerateten Unternehmen, die über die letzten 15 Jahre durchgehend outperformed haben gegen einen globalen Index. Einfach auch aufgrund deshalb, weil wir gar nicht auf die finanzielle Performance im ersten Blick schauen, sondern ja eben auf die Nachhaltigkeitsperformance. Und dennoch haben wir hier eine finanzielle Outperformance erreicht. Auf der Fondsseite gibt es zwei Möglichkeiten der Performance-Darstellung. Einmal die Sterne, das sehen Sie hier im oberen Bereich von 1 bis 5, ganz klassisch. Und dann auch wieder den Prime-Status bzw. diesen Wert von 0 bis 50, den Performance-Score. Das heißt, Sie können also Fonds aus absolutem Blickwinkel betrachten, über den Performance-Score
Score oder die Sterne verwenden, die dann wiederum im Rahmen der Lipper Peer Group darstellen, wer gehört zu den besten 10%, wer gehört zu den nächsten 20% und so weiter. Der große Vorteil ist nun, dass Sie für diese beiden Asset-Klassen einen Score haben von 0 bis 100 und für gemischte Portfolios dann auch einen einheitlichen Performance-Score sehen können, wie hier in diesem Beispiel Portfolio links mit dem Score von 53,8 im Vergleich zu den 49 hier auf der rechten Seite. Dann komme ich zum zweiten Paket. Wir nennen das hier BVI-Paket, wobei es sich eigentlich um das Zielmarktkonzept der verschiedenen Verbände handelt, die daran mitgearbeitet haben. Hier ist es nun relevant, für die verschiedenen Mindestausschlüsse, die in diesem Verbändekonzept genannt sind, Sie sind sehr wahrscheinlich schon mit diesen Mindestausschlüssen vertraut, auf unserer Plattform passgenau die entsprechenden Screens anbieten zu können. Das heißt also, für Verstöße oder wir können es vielleicht etwas schwächer als Involvements bezeichnen im Bereich der Rüstungsgüter, Tabak, Kohle, aber auch bei Kontroversen gegen den UN Global Compact und auf der Staatenseite bei Verstößen gegen Demokratie und Menschenrechte, bieten wir mittlerweile passgenaue Screens in unserer Datenbank an, die Sie einfach nur anklicken können und dann über Ihr Portfolio laufen lassen können, um zu sehen, welcher Titel verstößt möglicherweise hier gegen die Mindestausschlüsse. Und auch auf dieser Basis können Sie entsprechende Reports erstellen, wie den eben gerade gesehenen. Es handelt sich also um eine automatisierte Anwendung des Verbändekonzepts. Hier sehen Sie es nochmal, wie es dann in der Datenbank aussieht. Sie verknüpfen also die verschiedenen Säulen, kontroverse Waffen, normbasiertes Research, was dem UN Global Compact entspricht, sektorbasiertes Screening mit dem Tabak und dem Military Involvement und dem Country Factor. Und schon haben Sie die entsprechende Negativliste erstellt. Das Ganze sieht dann auf der Einzeltitelbasis so aus. Sie bekommen also auch noch einzelne Spalten für die jeweiligen Säulen unterhalb des Verbändekonzepts und können entsprechend diese herunterladen oder auch von uns auf monatlicher Basis zugeschickt bekommen. Dann komme ich schon zum dritten Paket, den berühmten PICE, den SFDR, Principal Adverse Impact Indikatoren, den Daten und dem Reporting. Wir decken hier 14 der verbindlichen Indikatoren ab, also alle verbindlichen Indikatoren plus weitere 14 von den weiteren 33 Additional Indicators, den ergänzenden Indikatoren. Also eine sehr lange Liste von Indikatoren, die wir hier liefern können. Auf der Länderseite bieten wir ebenfalls alle verbindlichen Indikatoren plus 6 weitere von den 8 Additional Indicators. Sie können hier also beliebig auswählen, welche Indikatoren Sie abdecken wollen. In dem Portfolio-Report, den Sie runterladen können, sieht das Ganze dann wie folgt aus. Wir zeigen Ihnen in einer Liste und teilweise auch grafisch aufbereitet die einzelnen Indikatoren an. Hier der CO2-Fußabdruck. In der Liste, im Reporting sieht es dann so aus. Sie sehen also immer, was ist der Indikator, der vorgeschriebene, wie ist die Metrik, was ist unser dazu gemappter Faktor, wie ist die Performance, wie ist die Coverage und wie schneidet hier die Benchmark im Vergleich. Ja, also eine sehr transparente und umfangreiche Darstellung im entsprechenden Report. Hier nochmal eine aufgelockerte grafische Darstellung von weiteren PRI-Indikatoren und dann sehen Sie auch wiederum als Screenshot aus der Datenbank, dass Sie für die einzelnen Indikatoren dann auch auf Einzeltitelbasis hier am Beispiel des Stock 600 sehen können, wie die einzelnen Titel abschneiden. Das heißt, Sie können also direkt danach steuern, Sie können Grenzwerte einziehen oder Sie können das Ganze dann auch einfach wiederum im Report gegen die gewünschte von Ihnen selbst hochgeladene Benchmark vergleichen. Also ein sehr effizientes, zeitsparendes und trotzdem umfangreiches System für die PAI-Darstellung und die Steuerung. Dann nochmal der Überblick zu den einzelnen Paketen. Wir haben das VOV-Paket gesehen mit dem ESG Corporate Rating und dem Fund Rating und den entsprechenden Top-Level-Scores für den Jahrespreis von 8.500 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Das gilt für alle Pakete. Im Verbändekonzept
bekommen Sie alle Ausschlusskriterien geliefert für die Unternehmen und die Staaten, die zur Erfüllung des Mindeststandards notwendig sind, für 9.500 Euro und für die PAI-Indikatoren, für den Zugriff auf alle verpflichtenden Indikatoren und alle Freiwilligen, die wir abdecken, beträgt die Gebühr 6.000 Euro. Für die technische Anbindung, die für Sie erfahrungsgemäß sehr wichtig ist, es gibt verschiedene Wege, auf die Daten zuzugreifen. Einmal über die Datadesk-Plattform, wo ich kurze Screenshots gezeigt habe mit der Download-Funktion, tagesaktuellen Alerts auf Ihre Portfolien und das Ganze kombinierbar mit allen weiteren Screening-Faktoren, die es in der Datenbank gibt. Ein monatlicher und quartalsweiser Datenfeed mit flexiblen Inhalten per E-Mail oder SFTP-Upload nach Rücksprache mit unseren Kundenbetreuern. Abruf der Daten über externe Plattformen wie zum Beispiel FactSet und viele weitere. Und die Mitnahme unserer Daten zu Portfolio-Management-Anbietern wie Infront oder PS Plus. Das heißt, wir erlauben Ihnen, die entsprechenden Daten mit in die jeweilige Umgebung zu nehmen, damit Sie dort für Ihr Portfolio-Management weiterarbeiten können. Dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Kommen Sie gerne mit Fragen auf uns zu. Die Kontaktdaten nehmen Sie hier. Wir kommen dann gerne mit den entsprechenden Antworten auf Sie zurück. Vielen Dank. Es gibt auch schon ein paar Fragen, Herr Rühle, die wir vielleicht jetzt noch beantworten können. Die erste Frage knüpft an die Übersicht der Pakete und den Kosten an. Mhm. Sind die Pakete additiv zu sehen oder ergänzen die sich? Sprich, beinhaltet das BVI-Paket quasi das VUV-Paket und hat nur noch ein Stück mehr? Oder wie muss ich mir die Bausteine zusammenstellen? Ja, genau, die sind additiv. Das heißt, es gibt hier keine entsprechende Überlappung, sind additiv zu sehen und aber auch separat buchbar. Das heißt, die Kunden, die nur die PAIs sehen möchten, können auch nur die PAIs bei uns buchen. Das Angebot, das hatte ich jetzt noch nicht gesagt, gilt bis Ende 2022. Ja, das heißt nicht, dass die Gebühren sich dann erhöhen, aber bis dahin muss der Vertrag geschlossen sein. Die Gebühren bleiben dann aber bis auf eine jährliche Gebührenanpassung von 2,5% stabil. Also das heißt, wenn ich alle drei Pakete brauche, müsste ich den jeweiligen Paketpreis bezahlen, nur um es klarzustellen. Genau, für alle drei Pakete zusammen zahlen Sie 24.000 Euro, 2.000 Euro im Monat, ganz genau. Dann eine Frage, die sich an die vermutlich Darstellung der Performance anknüpft. Sie haben ja gezeigt, wie einfach man Fonds, aber auch Einzeltitel bewerten kann. Gibt Ihr Programm auch eine Vorschlagsliste, dass ich sage, naja, ich hätte gerne mal ein Portfolio, das soll einen Score haben von 50 plus. Was könnte ich denn da reintun? Also kann man es auch andersrum machen? Ganz genau. Natürlich kann man es auch andersrum machen. Das heißt, Sie sehen das hier, Sie könnten jetzt hier auch statt diesen BVI-Faktoren einfach einen Faktor einsetzen, der sagt, zeig mir alle Titel im ISS-ESG-Universum mit einem Wert von 50 oder mehr. Ja, und das können Sie machen über das gesamte Universum von uns oder über Ihre Portfolien, die Sie hier entsprechend hochgeladen haben. Dann eine weitere Frage war, wie wird das deutsche Zielmarktkonzept, ich habe mal sie aufgeschrieben, deswegen schaue ich so ein bisschen weg, wie wird das deutsche Zielmarktkonzept in Bezug auf Nachhaltigkeit beim Fondsranking berücksichtigt? Ja, sehr gute Frage. Das Fondsranking, ich gehe nochmal eine Folie zurück, das Fondsranking wird es hier erstmal nicht berücksichtigt. Der Hintergrund ist, also das ist eine sehr spannende Frage, der Hintergrund ist, was wir hier machen bei den Fonds ist im Endeffekt, wir bekommen die Einzeltitel von Lipper geliefert und über diese Einzeltitel laufen dann unsere Einzeltitelanalysen. Ja, also Ratings für Unternehmen, Ratings für Staaten. Das heißt, das ist immer ein objektives Rating. Da spielt es dann auch keine Rolle, wie der Fondsadvisor oder die KVG den Fonds zusammengestellt haben, was die jetzt auf ihrer Seite mit dem Fondskonstrukt gemacht haben, um das Zielmarktkonform zu machen. Ja, das heißt, unsere Analyse ist immer komplett neutral, auch wenn jetzt zum Beispiel ein Anbieter hier sagt, das ist ein Artikel 8 oder 9 Fonds, das werden wir auch bald mit ausweisen. Das wird aber unsere Bewertung des Fonds nicht beeinflussen. Dann eine
Frage zur Handhabung. Kann man auch sich so ein persönliches Dashboard anlegen, wenn man mal so ein gewisses Zieluniversum hat, dass man relativ schnell wieder sich einen Datenabzug machen kann im Sinne von, das ist sozusagen meine Strategie, das sind die Werte in dieser Strategie, sodass ich einfach und schnell mir das dann immer wieder ziehen kann, neben der Alert-Funktion, wo ich mitgenommen habe. Also wenn sich da was akut was ändert, bekäme ich dann eine Info von Ihnen in geeigneter Form. Ganz genau. Also hier in dem Screener-Bereich haben Sie dann einen Dropdown-Button, der heißt My Screens. Und dort können Sie zu jeder Zeit, das jetzt hier Verbände-Konzept genannt ist, entsprechende Konzept aufrufen, können es auch mit den Kollegen teilen und dann eben entsprechend über die verschiedenen Portfolien laufen lassen. Also das heißt, in dieser Rubrik könnte ich mir auch meinen persönlichen Screen oder meine persönlichen Screens definieren, die dann immer wieder laufen gelassen werden, ohne dass ich dann Probleme habe. Ich sage ganz herzlichen Dank. Wir haben ein paar erste Fragen gehabt. Das zeigt, dass Interesse ist sehr groß, die Unsicherheit leider auch. Dann vielleicht nochmal abschließend die Frage, jetzt lege ich dieses Paket fest, aber wie sieht es denn aus mit der, ich sag mal, Zukunftsfähigkeit? Sprich, man weiß ja nicht, was als nächstes die EZB BaFin da ausheckt. Wie schätzen Sie das denn ein? Haben wir jetzt eine belastbare Grundlage, auf der wir erstmal arbeiten können, oder wann ist die nächste Anpassungsrunde fällig? Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Es ist immer noch natürlich Unsicherheit im Markt, was jetzt zum Beispiel Artikel 8 Kriterien betrifft für Fonds. Wir erwarten da durchaus eine weitere Iteration, vielleicht sogar auf EU-Ebene, die dann auch nochmal europaweit festlegt, was sind denn jetzt die Mindeststandards? Weil momentan sehen wir natürlich sehr viel Wildwuchs in dem Bereich. Wir haben jetzt für Deutschland ein tragfähiges Konzept. Ja, das ist hier die zweite Säule, die wir hier besprochen haben. Aber es kann durchaus sein, dass das weiter nachgeschärft wird und sich da nochmal die Anforderungen weiterentwickeln. Ein weiteres Thema ist sicher die Taxonomie, wo es weitere Säulen geben wird in Zukunft. Also es ist sicher noch nicht das Ende der Fahnenstange. Es ist ein guter Weg zurückgelegt, denke ich. Aber wir werden weitere Nachschärfungen sehen und da natürlich entsprechend auch dafür sorgen, dass unsere Kunden hier bei uns die Daten finden, die sie dafür brauchen. Nachschärfen in Bezug auf Leistung ist immer gut. Und wie sieht es beim Preis aus? Worauf kann ich mich da einstellen und verlassen? Gut, wir haben jetzt hier natürlich rabattierte Modelle mit der V-Bank geschaffen. Was da in Zukunft gefordert wird vom Regulator, da es so schwer vorhersehbar ist, würde ich mir jetzt hier keine weiteren Vermutungen zutrauen, wo das hingeht auf der preislichen Schiene. Also das muss man einfach abwarten, was da die entsprechenden Aufwände sind. Ne? Das ist ein sehr, sehr großer manueller Aufwand, den wir weiterhin hier betreiben müssen. Klar. Nein, aber die Preise hier sind jetzt mal wahrscheinlich so auf Sicht von einem Jahr mal stabil, verlässlich. Wir bleiben auch im Kontakt, Herr Rühle, und würden dann auch weiterhin für unsere Kunden da ein gutes Wort einlegen. Also von daher nehme ich das jetzt mal mit, dass wir hier eine gute Basis haben, auf dem jetzigen Kenntnisstand zu agieren. Ich sage ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Fragen. Wir haben es bewusst etwas kurz und knapp gehalten auf den Punkt, weil das Thema ist ja schon komplex genug. Gleichzeitig, es war, glaube ich, ausreichend, um einen ersten Eindruck zu bekommen. Und für den konkreten Eindruck, da schicke ich auch die Präsentation jetzt noch gleich rum. Und der Herr Rühle hat ja netterweise seine Kontaktdaten hinterlassen. Also wie gesagt, löchern Sie ihn. Er wird dafür bezahlt und freut sich. Gleichzeitig stehen natürlich auch unsere Key-Account-Betreuerinnen und Betreuer für Sie gerne zur Verfügung als Ansprechpartner. Wir hatten von unserem Beirat den Auftrag, nicht etwas starr zu liefern, sondern sie zu befähigen, flexibel zu reagieren. Deswegen sind wir da auch sehr dankbar um die Zusammenarbeit mit ISS, ESG, weil wir, und das hat uns unser Beirat auch bescheinigt, damit das tun, was wir zum jetzigen Zeitpunkt für sie tun können.
Aber die Diskussion, Herr Rühle, Sie haben es ja gesagt, sie ist noch nicht zu Ende. Es ist eine Reise. Wer weiß, ob die je endet. Aber es ist eine Reise, auf die wir uns begeben haben. Wir begleiten Sie weiter, Herr Rühle, und ISS, ESG wird uns sicherlich auch gerne weiter begleiten. Und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Kommen Sie gut durch die Woche. Genießen Sie, wenn es geht, die Sommerzeit, die wir aktuell haben, und bleiben Sie gesund. In dem Sinne, alles Gute und auf bald. Wiederhören.